Herzlich willkommen in Brandoberndorf, einem Ortsteil der Gemeinde Waldsolms. Und wir sind hier am Endhaltepunkt der Taunusbahn. Die Taunusbahn hält noch in Hasselborn, einen Ortsteil davor, und verbindet fast wie eine S-Bahn meinen Wahlkreis, und zwar der einzige Fleck in meinem Wahlkreis, der so direkt verbunden ist mit dem Rhein-Main-Gebiet. Und ja, wir leben in Zeiten, wo der ÖPNV ausgebaut werden soll, wo investiert werden soll. Und deswegen ist gut, dass der Bürgermeister von Waldsolms, der Bernd Heine, etwas dazu sagen kann, wie nützlich und wie sinnvoll diese Bahn für seine Gemeinde ist, aber natürlich auch, was er sich noch vorstellen kann, was in der Zukunft noch besser wird. Ja, liebe Dagmar, schön, dass du da bist. Wie du schon gesagt hast, das ist unsere Anbindung an das Rhein-Main-Gebiet, wird auch sehr gut angenommen und ist ein Standortfaktor für uns. Also wir haben hier im Neubaugebiet von 24 Bauplätzen weit, weit mehr Bewerbungen. Das sind inzwischen fast 60 Bewerbungen, die wir haben. Und auch da ist oftmals dann ein Kriterium, dass wir auch eine S-Bahn-Verbindung ins Rhein-Main-Gebiet haben. Schön wäre es, wenn das eben nicht die Endhaltestelle der Taunusbahn wäre, sondern die weitergeführt würde bis nach Kastolz, in die Richtung hier zu unserem zweitgrößten Ortsteil. Da hätten wir das koptische Kloster mit angebunden, wir hätten auch den zweitgrößten Ortsteil angebunden, denn auch hier haben wir eine Entwicklung mit neuen Baugebieten und wäre mit Sicherheit sehr, sehr wünschenswert, wenn wir das hinbekommen. Vielen Dank, dann drücke ich euch dafür ganz fest die Daumen, und wo ich euch unterstützen kann, tue ich das an der Stelle gerne.